So, wir können nichts weiteres analysieren. Nein, es ist eine Hirnschmerzfreischaltung. Ah, okay. Das heißt, es gibt verschiedene Level, wo wir verschiedene Sachen freischalten können. Geht bis zu Level 15. Ja. Sehr schön. Die Frage, was wir jetzt noch bauen und analysieren wollen. Eine Kieselaxt haben wir ja. Eine Schaufel. Grobes Seil, Eichelschale. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal auf Sammeltour. Und überlegen dann mal, wo wir die Basis hinbauen wollen. Weil irgendwann können wir hier, kräftiges Unkraut, können wir nicht wegmachen, können wir hier eine schöne Basis bauen. Nehmen wir auch noch ein bisschen Klee mit. Gibt doch bestimmt auch das ein oder andere Neue, was wir noch nicht gesehen haben. Wo sind wir hier? Da scheint es Wasser zu geben. Oh, der Garten ist verdammt groß. Warum ist der Bereich hier so markiert? Weiß es nicht. Ja, ich würde jetzt einfach mal hier in die Richtung. Hallo? Was ist denn für eine dreckige Fliege hier? Komm mir hier hin und du kriegst sie. So. Ich würde jetzt erstmal in die Richtung gehen. Wir müssen noch diverse Sachen sammeln. Da liegt was. Nehmen auch noch ein paar Materialien mit, wenn wir was finden. Immer für unterwegs Steine und Co. Tropico irgendwas. Ach, das ist so ein Trinkpäckchen, ne? Kommen wir da rein? Von oben vielleicht irgendwie. Wir sammeln aber erstmal Safttropfen und Co. auf. Der Strohhalm ist da. Da komme ich aber nicht hoch, ne? Machen kann ich es auch nicht. Okay, gehen wir erstmal weiter. Wir brauchen neues Material auf jeden Fall. Ameise lassen wir erstmal in Ruhe. Die ist mir nicht ganz geheuer, wenn ich ehrlich bin. Was ist das denn hier? Eine Riesenschnecke. Ein Schneck. Ah, fast. Mein Gott. Was ist das denn hier? Ein Schneckenhaus. Kann ich hier rein? Da ist nichts. Vielleicht läuft jetzt hier irgendwo eine Nacktschnecke rum. Keine Ahnung. Ach, da ist dieses große Teleskop oder was auch immer das sein soll. Da hinten wackelt der gerade. Okay. Da ist sowas wie eine Spinne. Nicht gut. Die blöde Laus hin. Weg ist er. Also mit der Spinne lege ich mich erstmal nicht an. Müssen erstmal rausfinden, was es hier noch so für Sachen gibt, die für uns interessant wären. Und wo wir sie hinbauen. Kommen wir hier irgendwie rein? Drauf? Kommen drauf. Okay, wir kommen aber nicht rein. Weiß nicht, ob so das eine oder andere hier wirklich Dekomaterial ist. Schwer zu beurteilen. Hi, Frau Ameise. Leg dich nicht gegen die Ameisen an. Das kann in die Hose gehen. Das sollten wir vielleicht am Anfang nicht machen.
Okay, die können wir werfen zur Not. Als Fernwaffe nutzen vielleicht. Das Marienkäfer. Ich möchte ihn eigentlich nicht töten. Und die so schön sind, aber... Ich glaube, irgendwann... Irgendwann werden wir die bestimmt erledigen müssen. Oh, ein Ameisenbau. Oh, Kriegsameisen. Okay, böse Musik. Schnell weg. Blöde Ameise. Gut, auch wieder ein Gebiet, wo ich jetzt erstmal nicht hin sollte. Danke für den Hinweis. Wo geht's noch lang? Müssten noch andere Blumen oder irgendwas finden. Da geht's Richtung Haus und Richtung eines großen Teiches. Großer Teich, ob das so... Beste Wahl ist, dahin zu gehen. Ich bleib mal wieder hängen. Ich weiß es nicht. That is a big spider. I don't think I'm high enough level to take on such a foe. Okay. Also er hat Angst vor Spinnen. Da ist das Spinnennest. Fuck. Kann es sein, dass ich hier... Hier sind viele Spinnen. Das ist nicht das, wo ich hin möchte eigentlich, ne? Vermute mal, das sind schon andere Level hier. Ich versuche trotzdem mal irgendwie da durchzukommen. Und da sind wieder Ameisen. Wieder etwas, was ich nicht fällen kann. In welche Richtung gehen wir? Oh! Ich habe doch nur mal auf die Karte geguckt, mein Gott. Ich habe doch nur auf die Karte geguckt. Was will es von mir? So, ist das hier was Neues? Kräftiges Unkraut kann ich im Moment nicht. Eine Distel. Da ist aber eine Spinne dran, ne? Ist hier eine Spinne dran? Kriegen wir die kaputt? Distelstachen. Ich weiß nicht. Okay. Wollte gerade sagen, die Spinne ist mächtig groß. Lass mich einfach hier weg. Sie erledigt die Spinne. Lässt sie mich in Ruhe. Oh, scheiße. Oh, shit. Fuck. Ich bin jetzt da runter. Ich sollte jetzt mal die Beine in die Hand nehmen, glaube ich. My PD sense is tingling. Mann. Warum bin ich da über die Mauer gegangen? Hier laufen Spinnen rum, Alter. Boah. Alter. Du bist nur eine Ameise. Komm, ich helfe dir. Oh, ich helfe dir nicht mehr. Ich helfe dir nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann dir nicht mehr helfen. Hier sind zu viele Freunde. Gesundheit niedrig. Das war's mit mir.
Das war's mit mir, das war's mit mir, das war's mit mir. Sieht sie mich? Hier ist eine zweite Forschungsstation. Alter. Ich würde das gerne analysieren. Stachelhelm und Pfeile. Okay. So, wie heile ich mich jetzt? Kann ich mich mit sowas? Ich habe doch die Powerriegel. Komm, bestimmt mit den Powerriegeln, oder? Better than starving, ja. I think. Die helfen mir. Was ist das? Trinkbar, heilbar. Ich stehe zum Glück hier immer seitlich. Diese Dreckspinne weg. Sie ist weg. Wo bin ich denn? Die ist auf der Karte gelandet. Eine ganze Ecke entfernt. Einigermaßen wieder zu Fuß. Ich wollte doch nur mal schauen, was hier so ist. Ach, das ist der große Mann. Ach, guck mal. Eichel. Die brauche ich doch für irgendwas, ne? Die brauchte ich doch. Wieder was zum Erforschen. Nehmen wir direkt mal ein bisschen mehr mit von denen. Da unten sind auch noch Tropfen. Saftklumpen nehmen wir mit. Ja, es fällt genau da rein, wo ich natürlich nicht wirklich dran komme. Ich piek's mal den Käfer. Ich werde den bestimmt auch für irgendwas benötigen. Es tut mir leid für diesen Käfer, aber ich brauche das Material. Ist das ein Vogelhaus? Hey, Fid. Tremor detected. Something's afoot. Das ist ein Wurm. Das sind mehrere Würmer. Jetzt komme ich da nicht hin, oder? Der frisst mich doch bestimmt, wenn ich da rauskomme. So, mal einen Überblick über den Garten. Ah, okay, da ist die Maschine, wo wir waren. Da könnten wir jetzt in die Richtung laufen. Ja, ich will noch nicht in die Höhlen. Wir können hier keinen Wegpunkt platzieren. Doch, können wir. Wir können hier einen Wegpunkt platzieren. Dann weiß ich, wo ich dahin muss. Ich habe Angst, dass da irgendwas rauskommt und mich greift und frisst. Bleib hier, du Laus! Okay, die Laus war schneller als ich. Ein Faserverband können wir herstellen. Wo können wir das denn machen? Hier ist Medizin. So, haben wir mal ein paar hergestellt. Und wo ist der Verband jetzt? Rüsselkäferzeug da. Heilt und Regeneration ist nicht mehr viel, aber wir verbrauchen ihn trotzdem. Ich will sehen. Okay. Also mit denen können wir uns heilen. Alles gut. Sind noch so Rüsselkäfer. Ich brauche mindestens einen von denen.
Also die Rüsselkäfer tun nichts. Die können wir uns mitnehmen. Okay, Rüsselkäfer ist wohl große Nahrungsquelle hier für alle. So, in die Richtung müssen wir drüber. Da ist noch so ein Tropfen. Den nehmen wir mit. Oh, da war noch einer. Komme ich da von der Seite dran? Ja. Den haben wir auch. Ah, den habe ich auch verfehlt. Egal. So, wir gehen mal wieder zurück, analysieren. Da ist eine Pflanze, die kennen wir noch nicht hier, ne? Die hier. So, Marienkäfer sind stark. Die lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Okay, die macht nichts. Aber wir haben hier noch... Ach, guck mal, wir sind schon hier. Sehr schön. Da ist aber hier so ein Dings. So eine Pusteblume. Dafür muss ich aber darauf, ne? Löwenzahn ist das. Geh mal weg mit dem Gras hier. Den können wir auch nehmen. Den können wir hacken. Das ist das Gras, okay. Nehme ich es trotzdem mal. Wo ist denn der Löwenzahn? Gras? Fängt denn der Löwenzahn? Das Löwenzahn. Der sagt mir, ich kann den hacken und dann hackt er nicht. Sollen das? So. Haben wir wieder was zum Untersuchen, sehr wahrscheinlich. Das fällt genau darunter. Das können wir bestimmt auch analysieren, oder? Ist da noch irgendwelche mehr? Wo sind die Pustenblumen hin vom Löwenzahn? Keine Ahnung. Aber das sieht sehr stabil aus zum Analysieren. So, was haben wir? Oh, wir haben einiges. Ja, analysieren. Saftfänger, Spinnrad, Zaun, Gartenbeet. Gartenbeet, cool. So, dann haben wir hier die Eichelsachen. Wasserbehälter, Vorratskiste, Püriergerät, Eichelbrustpanzer. Das ist doch auch sehr schön. Da habe ich sogar noch ein bisschen was übrig. Und das Unkrautdinge hier. Der Löwenzahn war das, glaube ich. Oh. Da machen wir richtig gute Wände mit. So, jetzt ist das Ding ja nur leer. Das gibt Hirnschmalz, wenn wir das hier... Ach, das ist Käferfleisch. Gibt Hirnschmalz, wenn wir das gutachten. Den müssen wir noch und Eichelbrocken müssten wir noch machen. Nee, müssen jetzt nicht schlafen gehen. Wäre nur cool, wenn wir jetzt hier... Nächste Aufladung 15.54 Uhr. Okay, das dauert ja gar nicht so lang. Lassen wir hier ablegen. Ich hänge gerade ein wenig. Da ist auch noch so eine Pusteblume. Ich glaube, wir gehen nochmal da hoch und holen uns ein paar Pusteblumen. Oh, Plätze sind fast voll. Wir müssten eine Kiste machen. Wir müssten endlich anfangen, eine Bude zu machen. Damit wir hier weiterkommen. Ach nee, das ist Unkraut gewesen. Okay. Aber da ist ein Wassertropfen, den holen wir uns. Ups. Zack. Water filtration tablets needed. So. Also Wasser haben wir jetzt erstmal genug.
Wasser haben wir genug. Steine einige. Da ist Arbeitsmaterial. So, wir warten bis zur nächsten Aufladung. In der Zeit versuchen wir nochmal andere Sachen zu finden. Ach, das Käferchen lassen wir mal laufen. Whoa, why don't you just stay over there, small red insect? Von welchen kleinen roten Insekten redet er? Von denen hier? Oh, genau, die waren fies, ne? Die sind fies, ne? Die tun nicht viel, aber sie sind trotzdem irgendwo fies. Sehen wir hier noch irgendwelche anderen? Bleib. Ist da schon wieder so einer hinter mir her? Echt jetzt? Sieht aus wie Zecken oder irgendwas in der Richtung. Hier ist doch so eine Gartenhake. Und ein Berg von den Viechern. Unten sind Pilze. Na gut, die sind keine große Gefahr, wenn sie nicht übermäßig vorkommen. Milben sind. Okay. Hallo? Ich möchte keine Milben haben. Manche von denen siehst du gar nicht. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Laufen mir noch immer so ein paar Milben hinterher. Kann das sein? Zwei Milben laufen mir noch hinterher. Ja, super. So, weg mit euch. So, dann gehen wir mal weiter analysieren. Ich laufe nur gerade etwas in die falsche Richtung, weil ich muss nach da oben. So, ich muss nach da. Pi mal Daumen. Den Saft nehmen wir mit. Eine bessere Ausrüstung wäre nicht schlecht. Inventar ist voll. Also Ausrüstung. Wir müssen jetzt mal Kisten bauen und so weiter. Einmal hier rüber. Eine Kassette. I was a fool to have ever doubted myself. A fool like Klein, like Kaminsky, like Schmechter, like all of Ominent. I am here in the backyard. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. I am tiny. Ist klein und ist im Garten. This is a momentous occasion. Wendell-Tolley official log 89.08.05 recording as I 89 war das. Wir sind im 9, wir sind bei 1990. The sights are unbelievable. The textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me. The grass. Okay. The common lawn grass looks like a structure from an alien world. Wait. What's that sound? Die Erde bebt. Das ist nicht gut. Okay, seine Welt hat sich geändert. Das glaube ich sogar. Da hätte ich nämlich auch tierische Angst, wenn ich ehrlich bin, wenn ich da rumlaufen würde und dann kommen da irgendwelche Käfer entgegen. So, neue Rezepte. Jawohl. Wir wollten ihn noch analysieren.
Gasmaske. Okay, wofür auch immer die gut ist. Und hier kriegen wir... Was kriegen wir hier? Hirnschmalz nur, glaube ich, ne? Rüsselkäferschild. Okay. Soweit, so gut. Aber wir müssten langsam mal anfangen zu bauen. Wir bauen erstmal eine kleine Kiste hier vorne, glaube ich, hin. Lasst mal schauen. Haben wir denn hier irgendwo eine Kiste? Das sind Strukturen. Das sind Werkbänke. Hier ist eine Vorratskiste. So, und die können wir auch ein bisschen drehen. So, wunderbar. Also Vorratskiste haben wir schon mal. Da legen wir hier die Sachen zum Analysieren noch mit rein, die wir noch nicht brauchen. Das können wir hier reinlegen. Den Speer, den lassen wir aber mal, ne? Steine brauchen wir vielleicht nicht ganz so viele. Da reichen vielleicht 20 Stück. Pilze könnten wir jetzt eigentlich gleich mal essen. Den Saft lassen wir auch mal. Wir können hier auf jeden Fall einiges reintun. Getrockneter Pflanzenblock, da kommen wir nicht mit weiter im Moment, glaube ich. Das legen wir ja sowieso überwiegend Baumaterialien, wenn ich das so richtig sehe. So, das nehmen wir mit. Inventar. Wir haben etwas Hunger, ja. Och. Worse than my mom's Brussels sprouts. Ja, wir müssen ins Essen kommen. Wir sind auch etwas verletzt, sehe ich gerade. Der heilt trinkbar und ist gleichzeitig ein Snack. Der heilt aber nicht so in Masse, ne? Oh, da brauchen wir viel Material, sehr wahrscheinlich zum Heilen auch. Da sollten wir einiges mitnehmen. Und schon wieder ist dunkel hier. So, was können wir denn jetzt hier noch bauen? Pfeile können wir bauen, allerdings Milbenpilz haben wir... Na, die Distelstacheln brauchen wir dafür. So, hier Rüsselkäfer fehlt uns. Das fehlt uns. Milbenhut. Roter Ameisenhelm. Der ist geil. Roter Ameisenbrocken. Ja gut, da wollen wir noch nicht dran. Eichelplatte. Eichelschale. Wir müssen Eichelschalen holen, damit wir uns absichern können. Ja, Verband. Machen wir direkt mal welche. Trinkflasche brauche ich im Moment nicht. Smoothie, deutsch, ich weiß nicht, wenn du wieder eine Mischung runterkriegst, macht er dich irgendwie grund eine Weile gesünder. Brauchen wir aber Ton für. Okay, also. Unkrautstängel. Dafür bräuchte ich eigentlich eine bessere Axt, wenn ich ehrlich bin. Gartenbeet, ein kleiner Fleck Erde, auf den allerseits angebracht werden kann. Küche, Wasserbehälter. Diese Eiche fasst bis zu 6 Tropfen Flüssigkeit. Spinnrad. Saftfänger. Macht an saftproduzierende Wurzeln und Äste. Okay. Also wir können hier echt einiges machen, ne? Sollten bald mal damit anfangen. Die Frage ist, wo bauen wir was hin? Ich baue mal die ganzen Is hier weg. Ich lese mir jetzt nicht durch. Das mache ich, glaube ich, im Nachhinein. Pilze. Ja, wir hätten Pilzbrei machen können, ne? Wäre vielleicht geschickter gewesen. Die Schaufel kriegen wir auch nicht hin. Wir brauchen auf jeden Fall die Eichelschalen. Die sollten wir uns vielleicht holen.
beziehungsweise die Disteln. Ich glaube, wir gehen erstmal schlafen. So, einmal 8 Stunden schlafen. Sehr schön.